Kennst du das auch? Es gibt diese Tage, an denen deine Zwangsgedanken besonders intensiv und klebrig sind. Und das häufig, ohne dass es dafür irgendeinen offensichtlichen Grund gibt. Fast alle Betroffenen kennen solche Tage und es ist immer wieder eine Herausforderung, damit umzugehen. Und deswegen haben wir drei Expertinnen nach ihren Tipps für die Bewältigung schwieriger Tage gefragt. Ganz wichtig ist, eigentlich das ist das Wichtige, dass man weiß, dass das leider dazugehört, dass man es irgendwie auch ein Stück weit dann annimmt, auch wenn das natürlich so jetzt erstmal leicht gesagt ist, sondern okay, es gehört leider dazu und dass man dann aber trotzdem nicht nachlässt in dem, wenn man zum Beispiel gerade in einer Expo-Phase ist, dass man da nicht aufgibt, sondern sagt, okay, heute ist es halt nicht so gut, aber das hört auch wieder auf und ich mache weiter. Also heißt das jetzt, du bist an schlechten Tagen ganz deinen Zwangsgedanken ausgeliefert und kannst überhaupt nichts machen, außer mit Akzeptanz auf sie zu reagieren? Nein, ganz so ist das auch nicht. Angela Hähne und Susanne Fricke sind sich einig, dass du mit Hilfe von Selbstbeobachtung üben kannst, schon vor dem Schub zu erkennen, ob ein schlechter Tag auf dich zukommt und wann. Wenn man Risikofaktoren für sich selber kennt, dass man dann schon im Vorfeld versucht, da ein bisschen vorzubeugen. Viele Menschen mit Zwangserkrankungen haben ja zum Beispiel das Thema Stress und wenn sie dann wissen, da kommt eine stressige Phase, dann zu gucken, kann ich irgendwie Abstriche machen, kann ich was auf später verschieben, dass ich irgendwie gut durch diese Stressphase zum Beispiel durchkomme. Wie kann ich mich aber an solchen Tagen speziell vielleicht auch motivieren und wieder mehr Zuversicht auch schaffen? Und das mache ich zum Beispiel in meinen Behandlungen häufig so, dass wir wie auch parallel immer eine Zeitachse führen. Wann hat die Zwangsstörung begonnen? Wie habe ich mich da wie ging es mir da? Was war da meine Grundstimmung? Wie war der Verlauf der Symptome? Und was war da nebenbei in meinem Leben auch los? So dass wir wie immer wissen, okay, wie war die Symptomatik? Wie habe ich die Zwangsgedanken wahrgenommen? Wie stark? Wie häufig kamen sie? Und dass man so die Zusammenhänge erkennen kann. Und das nimmt so ein bisschen das mögliche Gefühl eben dieses Kontrollverlustes. Auch Elke Arzt-Pudin bestätigt, dass es für sie sehr hilfreich ist, auf Distanz zu gehen und wie wichtig es ist, nicht in zwanghaftes Verhalten zu verfallen. Ich trete erstmal wie so ein Stück zurück und versuche mir erstmal bewusst zu machen, was geht hier gerade ab. Und versuche das inzwischen auch einzuordnen. Ja, ich bin gerade gestresst, habe vielleicht schlecht geschlafen, bin ein bisschen krank und angeschlagen. Und daher kann es sein, dass Zwangsgedanken mehr kommen. Und dann halte ich erstmal inne und versuche nicht drauf zu reagieren. Also nicht im Zwangssystem zu reagieren, sprich keine Zwangsrituale zu machen. Nicht mental oder auch nicht sichtbar. Ich versuche auch, mich zu erinnern, dass ich in der Situation nicht vermeiden möchte und schon gar nicht nach Rückversicherung fragen oder mir irgendwie Rückversicherung einholen. Und das klingt jetzt natürlich leichter, als es ist, aber ich denke, auf dem Recovery-Weg und zusammen mit den Therapeuten habe ich da auch wirklich viel geübt und auch mich immer besser kennengelernt in diesen Situationen. Und so gehe ich das inzwischen an. Also ich nehme das so hin. Es ist aber natürlich durch meine Therapie mit den Expositionsübungen weniger geworden, dass mir überhaupt Zwangsgedanken kommen mit der Zeit. Ich versuche in Situationen, wo ich merke, dass es ein bisschen schwieriger ist, auch im wirklichen Leben, und mir kommen mehr klebrige Gedanken, die dann dieses sofortige Handeln von mir eigentlich verlangen, versuche ich auch selbst Mitgefühl zu haben. Ja, es kommen mir halt diese Gedanken, auch Selbstfürsorge zu tragen. Also ich achte ein bisschen mehr drauf, was würde mir jetzt gut tun in dieser Situation? Bin nicht so hart zu mir? Und manchmal oder oft versuche ich auch, mich trotzdem zu überwinden, den schwierigeren Weg zu gehen, weil ich weiß ja auch aus meiner Therapie, dass das inhibitorische Lernen dadurch verstärkt wird, wenn wir unser Gehirn überraschen können, dass wir eben gerade auch in schwierigen Situationen Dinge tun können, die uns wichtig sind und uns etwas schwerer fallen. Und das versuche ich dann auch umzusetzen, so gut möglich. Das hört sich doch echt motivierend an. Es zahlt sich also aus, zuversichtlich zu bleiben und geduldig auf bessere Tage zu warten. Viel Erfolg auf deinem weiteren Genesungsweg und bis zum nächsten Video.